bin kurz im Hangar, ihr könnt ruhig starten. Ja, ja. Wir laden dich dann gleich, aber wir holen dich gleich mal zum U-Boot. Dann fahren wir rüber. Was sind die? Ist das die grüne? Ist das nicht, ne? Baby? Warte, stimmt, jetzt mein U-Boot, warte. Doch, das ist das grüne. Ist das das Doch, grüne? Das ist das grüne, ja, ja, ja. Okay, da dann. Da sind wir auch ausgestiegen, ja. Dann fahre ich da rüber. Jo. Ah, stimmt, ja, stimmt, am West Beach, ja. Genau. Warte mal gerade kurz, dann mache ich das hin. Die Frage ist, was steht jetzt an? Ich habe ein paar Vorbereitungen, haben wir noch, ne? Ja. Das geht jetzt auch wieder so ein bisschen auf. Ich habe den Hals schon so aufgemacht jetzt. Aber immer alleine halt, ne? Ja, wir sind halt meistens in dem Vierer-Crew. Einer fehlt von uns jetzt. Der momentan noch ein bisschen im Weihnachtsurlaub ist. Aber wir haben uns gesagt, wenn wir zu dritt machen, wir zumindest die Vorbereitung mal durch. Ich habe immer noch den Gefängnisausbruch sich hier da vorhanden, wenn ihr das machen wollt. Wir können auch nachher nochmal ein bisschen was anderes machen, das ist ja kein Problem. Nachdem ich was ich. Können wir ja dann schauen. Ja. Eieiei, scheiß KI. Ich hasse das, wenn die KI einfach mal so voll blind vor die Nase zieht. Ich werde doch in der A gefressen. Warte mal. Da geht's lang. Wir brauchen dringend ein Crew-Logo, weil ich habe momentan nicht nur dieses Fragezeichen bei mir auf der Seite der Tür. Ja, das mache ich entweder heute noch oder morgen mal. Ja, alles gut, ist ja kein Vorwurf. Ah, das Ausrufezeichen Fragezeichen sieht ein bisschen seltsam aus. Ja, ja. Das sind die 5 Fragezeichen. Kev Gaming und die 3 Fragezeichen, genau. Ja, nee, ist klar. Ich hoffe, dass jetzt die Leute uns ein bisschen in Ruhe lassen. Ach, das wird schon. Ja, meistens. Ah, ist schon voller geworden. Wir sind schon 11 Leute auf der Ja, ja, eben. Das ist genau das, was ich gerade meine. Vielleicht müssen wir gleich mal kurz gucken, dass wir noch auf meiner Links gehen. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass daher Brandl, Novin und so mit denen auf den Server noch mit dazukommen, weil die. Ich bin ja auch relativ viel GTA, dass die hier nicht irgendwelchen Scheiß verursachen. Bruder, wie kommst du, dass du hier auf den Server gekommen bist? Einfach gesehen, dass wir gespielt haben oder was? So hab ich gesehen. Nee, ich hab Freunden Beitreten gemacht und dann kam ich hier drauf. Ah, okay. Weil ich war auf dem Server mit 29 Leuten und da waren so viele. Hm. Wenn ich kein CEO machen kann, dann bringt das für mich auch irgendwie nichts. Ich fahre nicht ins Wasser, ne? Nö, ich hab schon gesehen, dass das Wasser da ist. Da hinten ist auch deine Yacht, ne, Kev? Das kann sein, dass die da irgendwo liegt. Ja. Ich frag mich eher, weil er rüber fliegt. Ist das Bullet oder? Ja, das dürfte Bullet sein, das ist ein Heli. Das ist Bullet, ja. Die Yacht, die von mir, die müsste eigentlich da links stehen, das was leuchtet, was da so leuchtet. Ja, meine ich ja. Ja. Wobei ich wundere, dass die gelb ist, weil die eigentlich auf blau, weil die blaue Lampe eigentlich hat. Es kann aber auch sein, dass es ein anderes ist. Nein, ich trag dich nicht. Du brauchst nicht auf mich schwimmen. Auf sie schwimmen. Die Yacht von Motherfucker oder so heißt ja. Okay, dann ist das nicht meine. Was für ein Name. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil ich habe zum Beispiel mir auch die Dings an. Die 8 Bären an für Nicht-Freunde und die Skrumpfkrieger. Ich weiß gar nicht, wo meine steht. Ob ich die hingestellt habe. Da müsste, glaube ich, auch. Oder weiter im Süden irgendwo. Ja, kann sein. Ja, ich glaube, die steht unten. Meine steht ganz im Norden. Ich habe ja die ganz teure, die 12 Millionen Yacht. Ja, ich auch. Wir haben uns geholt. Ey, aus dem Weg ist hier doch nichts mehr. Ist das die Aquarius-Yacht oder so, glaube ich, ist das die teure? Genau. Die habe ich ja. So. Was für ein Scheit, Alandos. Ach, das da auf jeden Fall. Irgendwas mit Scheit. Was? Scheit? Schneidladung. Ach so, Schneidladung. Schneidladung, okay. Das. Ja, wahrscheinlich hier so. Ach ja, ich kann ja eigentlich ihre. Schneidbrenner und sowas. Müssen wir wieder was aufschneiden müssen am Ende.
Sind wir nah genug dran oder muss ich irgendwo dahin fahren? Das kann ich dir leider gerade nicht sagen, wo die lang müssen. Naja, wir müssen in der Nähe vom Leuchtturm. Ja, wir müssen nach oben, wollte ich gerade sagen. Wir müssen zu deiner Yacht ungefähr, der anderen Nähe. Also quasi so ziemlich daneben. Bullet kann ja schnell rüberfliegen, der ist ja da fix. Ja. Ich wollte gerade sagen, Leuchtturm da oben, Gefängnis in der Ecke. Ist das. Sieht mal geil aus, so wie mit dem Schnee jetzt, so ein bisschen im Dunkeln, mit dem dunklen Wasser und so. Ich finde, wenn richtig Schneesturm ist und du fliegst übers Meer, kannst du ganz schwer sehen, wie hoch. Ja, das habe ich gelesen heute tatsächlich. Da haben sich einige Spieler auch schon wieder beschwert drüber. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich abgestürzt bin jetzt in den letzten zwei Tagen. Das habe ich gestern gemerkt oder vorgestern, Kev? Keine Ahnung. Man sieht sogar gerade, die liegt auf dem Meer. Nee, das war gestern mit meinem Kumpel, ey. Das war so geil. Ich habe mit ihm hier diese Casino-Vorbereitung mit dem Security-Dings da gemacht, die du zerstören musst. Und ich bin im Heli geflogen und da war Nebel und ich sinke und auf einmal kommt Wasser. Aber nicht mal wirklich, so schnell konnte ich gar nicht reagieren, es kommt einfach nur Wasser. Platsch! Ich glaube, der Schnee geht ja, glaube ich, heute Nacht weg und kommt dann kurz an Silvester wieder. Silvester Neujahr. Kommt dann nochmal wieder. Stopp. Noch bewege ich mich nicht. Das U-Boot. Das sind wir gestrandet. Hehe. Mit euren Tauchermasten. Die Weihnachtsmänner sind unterwegs. Ja, wieso? Ich habe auch schon wieder so ein Tauchermaster an die Fresse. Okay, ich fand. Nein, den musst du auch deaktivieren. Ich habe dir gesagt, Gott sei Dank mal die letzten 20 neue gekauft. Wo die eine Mission war mit dem U-Boot zum Beispiel, die konnte ich nicht machen, weil ich nicht runterkam. Ich habe vergessen, Dinger zu kaufen gehabt. So, schalte die O'Neill-Brüder aus. Okay. Die kennen wir doch aus der Story. Ja. Wenn die noch leben. Oder die, Hä? Ach, du hast die schon gemacht, gerade schnell, oder was? Ja, die ist schon tot. Ja, dann kommt noch mehr. Weil gerade stand ja 6 von 9, 4, 1 von 9. Jetzt machen wir mal die Idee zwischen. Gib dich zur Ranch hier unten. Wir sind eh noch zu weit weg. Boah, Gott, wir sind gerade erst aus dem Boot raus. Ich bombardiere das Haus schon ein bisschen. Na, ich habe ja doch vielleicht noch ein Auto liefern sollen. Das ist jetzt gerade ein ordentliches Stück hier hoch zu gehen. Aber wir hätten einfach noch mit dem U-Boot noch ein Stück nach oben fahren müssen. Wir sind hier ganz schlecht gelandet. Weil hier wirst du auch nirgendwo ein Auto hinplatzieren lassen können. Das wird eben, wenn du höchstens bei Dings bei der Forschungsanlage spawnen. Ach, da machen wir ein bisschen Bergwanderung. Irgendwie läuft meiner hier sehr Spaß durch den Berg hoch. Kann auch an dem Stil liegen, an dem Laufstil liegen. Ich habe ja gar keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Ne? Es ist keine Straße, kann gar nichts. Wo müssen wir denn da hin? Oh, wir sind schon. Server schon relativ voll. Ach Gott, nein, ernsthaft? Hast du gesehen, wer auf dem Server ist, Markus? Nee. Guck mal nach, bitte. Nur Vien, ja. Hab schon gesehen. Ich hoffe nur, wie gesagt, dass der uns ein bisschen in Ruhe lässt jetzt hier. Weil, wenn ich ehrlich bin, wenn die sich da jetzt die ganze Zeit wegknallen, hab ich keinen Bock drauf. Hab ich schon gesehen, Marco, du bist online, Bullet ist online, da kommt der jetzt auch noch auf den Server hier. Aber den laden wir jetzt nicht noch mit ein. Bringt da sowieso nichts. So. Und Bullet bereit für die nächste Sonntagssaison? Ja, selbstverständlich. Ich weiß gar nicht mehr, welches Auto hast du eigentlich mal gekriegt gehabt? Ich Ferrari. Ah ja. Ja, mich ärgert immer das Rennen von Dienstag. Tokoyami, der Vollidiot. So ein Rennen und dann knallt er dich da 7 Runden vor Ende aus dem Rennen. Oh Gott.
Ja, ich glaube, Bullet hatte in Vietnam viel Spaß, so wie ich das mitbekomme. Ach du Scheiße. Nein. Ah. Gut, dass wir keine Team leben haben. Ich sag euch eins, der Berg geht ganz steil runter auf, also seid vorsichtig. Du hast uns aber auch hier an der Stelle abgesetzt, Baby, also echt. Ich hab das nächste dran genommen. Wir sind echt krass weit weg irgendwo, ja. Nicht schon wieder. Oi. Ich fall auch mal mit. Ich bin tot. Oh, das geht schon wieder gut los. Ach, wir fahren Todesschlitten einfach, ne? Nein. Wie willst du denn halt runter? Bullet hat schon mal schnell die Karte gesammelt. Na. Und tot. Außer Gefecht. Oh. Baby liegt mir zu Füßen, das freut mich aber. Ja, gewöhn dich nicht dran. Das wird nicht oft passieren wahrscheinlich. Betritt den Keller. Woher willst denn du das wissen, Kev? Ja. Vielleicht kann uns Bullet ja dann gleich beim Heli hier einsammeln. Na, vielleicht hätte er uns vorher mit dem Heli einsammeln sollen, dass wir das alles zusammen machen. Weil es ist genau das wieder passiert, was wir letztes Mal hatten. Dass wir nichts sehen können. Aber das eine Mal ist jetzt nicht so schlimm wie letztes Mal, ist ja mehrmals gewesen. Ja, vier Dinge einfach, wo man gar nichts sehen konnte. So. Also, wenn der Bullet uns mit dem Heli kurz einsammeln. Hä? Einen kann ich doch nicht mitnehmen. Einen kannst du mitnehmen, du. Warte mal, dann hol ich noch einen zweiten Heli. Vor allem, jetzt steht da, hilft das zur Kosatka zu bringen. Das heißt, wir können jetzt auch wieder zurücklaufen. Na geil. Los, Kev, steig ein. Eieiei. Geht ja gut los, die Mission. Aua. Oh. Sorry. Hab ich nicht gesehen, den Stein. Ich dachte, ich wollte das leben. Ich hab's sogar extra verdammt Jim gehabt. Und dann landet er natürlich genau ein Spalt da und das ist doch verarscht. Naja, ich lauf den Berg einfach wieder so. Ja. Da hast du schon ein Fallschirm und dann bringt der dir nichts. Wenn du ihn zu spät siehst, ja. Ich hab den gezogen, aber ich bin ein Tickchen zu weit noch beim U-Boot gewesen. Der ist direkt auf dem U-Boot gelandet. Nur eine kleine Millisekunde, ey. Weiter nach links und ich wäre landen gewesen. So. Schneidladung abgeliefert. Hey.
wieder. Ey! Bullet hat eine Kiste, was hast denn du für eine Kiste? Eine Kiste. Du bist bei mir als Kiste, als Symbol. Also du blinkst manchmal als Kreis und dann wieder als Kiste. Ich habe die Ladung abgegeben. Ich brauche einen neuen Hubschrauber. Das ist defekt. So, dann gucken wir mal, was wir als nächstes haben. Wo ist denn Baby? Das weiß ich nicht. Schon unterwegs, wieder schon mit Wasser. Weil wir schon im Ruhe sind, ja. Wenn du mich jetzt umbringst, dauert das noch länger. Bullet, oh. Ja, Bullet. Läuft bei dir, sieht man. Am echt. So kann man sein Heli auch parken. Ja, unter Wasser. Schade, ich kann nicht mehr vorschießen. So, weil ich sehe dich im Bild, Baby. Du bist gerade durchgelaufen. Oh, nicht schlecht. Alle an Bord. Alle an Bord. Ja, ich bin mal bei dir hinten rein, Baby. Ach Gott, auf dem Boot oder fliegt der wieder irgendwie hinterher? Nee, ich bin drin im Boot. Okay. Ah. Das ist Safe-Kombination. Oh, geil.